Hallo, der Timex hier. Heute geht's zum Eli Geller Cup. Freue mich sehr drauf. Bin noch ganz minimal angeschlagen von der Fahrradtour nach Kopenhagen. Sollte aber wieder gehen. Ich bin Team-Captain. Mein Team ist absolut nicht Favorit. Ich habe so ziemlich so die Valorant-Bubble abbekommen. Chef Strobel, Kuba, Bucher. Ja, mal gucken, was wir dann auf dem Fußballfeld können. Wird wieder ein richtig krasses Stadion sein, voll, komplett voll. Wenn ich es richtig mitbekommen habe, das wird sehr geil. Wir sind gerade am Hauptbahnhof, aber natürlich fällt unsere Bahn aus und deswegen haben wir uns jetzt einen Mietwagen geholt. Und dann geht's doch mit dem Auto hin. Auf der Reise ist Noah mit dabei. Moin. Und Niki. Hey. Die kommen gerade direkt aus Kopenhagen. Sind noch länger geblieben. Ja. Wünsche euch viel Spaß mit dem Vlog. So, wir sitzen im Auto. Alex fährt. Und wir haben gerade festgestellt, wir haben ja bei der Kopenhagen-Tour, bei der Radtour, alle unsere Ärsche eitrig, wund, nass und blutig gescheuert am Sattel, trotz Radhosen. Und das heilt jetzt gerade. Wir haben alle drei einen verkrusteten Arsch jetzt. So, kurze Roomtour. Macht man das noch? Habt ihr da Bock drauf? Hier ist die Aussicht. Hier ist das Badezimmer. Cooles Zimmer. Oh, machst du zu? Okay, cool, das sieht doch toll aus. Hier schlafen mein Bruder und ich. Das sah richtig krass aus. Das hier ist die Aussicht. Ist doch geil. So viel besser als die Zimmer auf der Kopenhagen-Reise. Da würde ich jetzt hier schlafen. Ja, da würde ich hier schlafen. So, es geht in die Shuttles. Hier seht ihr das Team. Ich weiß nicht, du sagst, wir kommen weiter? Ich denke schon, ja. Da sind schon krasse Teams wir dabei. Wir fliegen direkt raus, Mann. Wir haben zwei Delay-Spieler. Ja? Ja, das wird gut sein. Okay, gut. Aha, wir teilen unsere Kabine mit Team Sascha Hellinger. Geiles Bild habt ihr da auf jeden Fall von Sascha bekommen. Cool, euch da umzuziehen. Oh, mein Bild ist aber auch nicht viel besser. Ah, unsere Trikots sind gelb. Man sieht's eh nicht, weil einfach eine fucking Kleiderstange in der Mitte ist. So, ich habe hier zweimal zwei Karten bekommen. Hallo Max und hallo Max. Das ist die 10 mit der S. Und hier haben wir richtig schön XL die 1. Wichtig, dass er die übernommen hat. So, jetzt kommt wieder das Trimax Special. Aber jetzt wirklich, die sind hier, das sind Stutzengröße 43. Das ist, ich kann hier nicht mal, das ist, also das ja? ist, ich habe jetzt schon Krampf vom zu Fuß gehen. So ein Ding ist das, also wirklich. Kommt das häufig vor, dass hier nochmal welche kommen, die sich Löcher in die Stutzen machen? Löcher zum ersten Mal, aber... Was? So machst du das so, mal ganz kurz, so machen das doch nicht die Profis. Nee, so machen das nicht die Profis, aber... Guck mal, selbst hier dieser Ring, der jetzt hier oben schon ist, der ist so eng. Das ist wie so, weißt du... Teil mit dem rechten, wie eng es ist. Oh, Digga, das sieht auch scheiße aus. Guck mal, wie eng das ist. Was kriegst du hier für eine Stutzenbehandlung? Wahnsinn. Aufs Feld mit dir. Und wie findest du das Stadion? Das Stadion ist krass. Das ist voll heute. Das war's? Das war's. Wie, sag mal. Offen. Das muss man so machen. Junge, Alter. Ja, was hast du denn? Das ist doch scheiße, Digga. Warum? Ich hätte euch mal einen Finger zwischen. Guck mal, was ist das? Verarschst du mich? Ich spüre eh nicht. Ey, ja, aber dass du überhaupt so laufen kannst. Ich würde einen Krampf. Das sind ja wie Hardcore-Thrombosestrümpfe. Nein, das geht voll klar. Also bei dir, da ist so ein riesen Loch. Ja, das ist so, dann ist, kann er, muss der arbeiten. Ja? Soll ich auch machen? Ja, natürlich. Also Niki, das ist ja eigentlich dunkel schwarz und das ist so gespannt, dass das grau wird. Jetzt nicht auch Löcher. Guck mal, wie locker wir bei denen sind. Ey, guck mal, wie locker wir sind. Strobel. Jetzt gibt's Essen, noch nichts gegessen heute. Ja? Ey, alle machen sich warm auf dem Spielfeld und hier sind die Leute, die essen. Hier sind die, die essen. Das ist das Essen. Frikadellen, Hähnchen, Kartoffeln. Wir haben gewonnen, ja. Der Kuba hat auch das Gleiche. Wir haben den Fußballexperten am Tisch. Wie gut ist Team Trimax? Team Trimax, habe ich gerade schon ohne Scheiß am Tisch erzählt, ist für mich die beste aufgestellte Mannschaft. Was? Von D-Lay, dann die Brotatoes, dann dieses Urviech im Tor. Urviech! Also ganz ehrlich. Du bist ein Urviech! Geil. Dieser Mann. Nimm ich erstmal das Kompliment, Mann. Dieser Mann. Drei Tore Max und natürlich Chef Strobel, der fitteste Spieler des ganzen Turniers. Chef Strobel ist der fitteste des gesamten Turniers. Stimmt das, Chef? Unglaublich. Ich war immer fit, aber der fitteste muss man schauen. Auch muss ich sagen, ich habe gerade seinen Gliedmuskel gesehen. Auch ui. Das ist unglaublich stark. Wahnsinn. Krass. Nein. Unglaublich starkes Glied, ein Viech und du machst drei Tore. Jawohl. So, Sascha hat sich hier gerade über das Buffet informiert. Also Sascha, ich fasse nochmal zusammen. Wir haben Frikadellen mit Hähnchen, Frikadellen mit Rind, Nuggets mit Hähnchen, riesenweiche Kartoffeln. Was hast du gesagt, was isst du? Brot. Das ist sick. Bin durch. Okay, wir müssen jetzt warm machen, weil ich habe jetzt richtig schön den Bauch voll. So, ich denke gerade, wer unterhält sich denn hier? Die beiden hier einfach.
Die werden kämpfen. Also, ihr habt ja genau die gleiche Größe und Statur. Ja, fair, oder? Also, das ist ja wohl der fairste Kampf. What the fuck? Das andere war schon. Ihr habt auch gleiche Frisur, gleich Bart. Der Kollege da, ne? Ja, vor zwei Jahren. Ja. Das ist schon ekelhaft. Und ich hatte auch krass. Corona mit einem Meister vorgehabt. Ja. Das hat uns richtig gekrackt. Ja. Wer wird fitter sein von der Ausdauer? Wird man sehen. Keine Frage. Wird man sehen. Geil. Ich sehe immer Stories von ihm, dass er auch gut am Arbeiten ist. Und ich bin auch am Arbeiten. Das ist motiviert immer wieder, dass dann das sein Konzept auch was macht. Wird man meine sehen, wer da fitter ist. Ich bin richtig ungeduldig. Ich will, dass es jetzt schon startet. Sollen wir direkt loslegen? Ja, direkt, wir gehen raus. So, sag mal, wir machen uns jetzt warm. Wir haben vier Feldspieler. Wir spielen tiefe Raute. Du ganz vorne? Ich bin von 60 Spielern der viertschlechteste, glaube ich. Und Kuba? Nein, warte mal, hört mal zu. Ich sage euch jetzt mal was aus dem Geheimbriefing. Jedes Team hat sieben Spieler, es sei denn, man hat jemanden, ich zitiere, wie Malle-Kalle. Okay? Dann sage ich, aber warte mal. Er spielt auch. Wir sind doch auch acht. Wer ist bei uns der Malle-Kalle? Ich bin mit Abstand der schlechteste aus dem Team. Ich bin bei meinem Team der Malle-Kalle. Grüße gehen raus an die Partysau. Alter! Wahnsinn! Alter, mit dem Rechten! Weiß ich auch nicht. Oh, ist over. Ist over, Mann. Was war das? Du hast die Welt. Mir brennt alles weg da unten. Ach du Scheiße. Wow! Nein, ich habe ultra schnell reagiert. Ich habe meine Hand ja noch irgendwie vorgekriegt. Geil, sieht das aus? Das muss ich mir angucken. Oh, oh shit. Alle machen sich gerade geisteskrank warm. Chef Strobel ist auf Twitter. Ja, aber ich habe gerade warm gelaufen. Ich dehne mich jetzt noch. Ich bin weggegangen, eine Sekunde später. Guckt euch das mal an. Eine Sekunde später. Er hat gerade so auf Warmmachübungen getan und ist instant wieder auf Twitter. Max. Nein, hör zu, ich bin gerade zweimal zu Chef Strobel gegangen. Alle machen sich warm, guck was Chef Strobel macht. Bro, what the fuck? Was? Ich bin eben schon zu ihm gegangen, meinte, er macht sich warm. Du, 30 Sekunden später warst du wieder am Handy, ne? Ja, ist doch egal, Chef Strobel. Irgendjemand hat ein Laster, jeder hat sein Päckchen zu tragen. Das ist cool. Kein Favorit, mein Bruder, sagt er ehrlich. Wirklich, ich mein's ernst. Wer ist kein Favorit? Wir beiden sind nicht Favoriten. Panne, ja? Doch, ich spiel heute mit. Wo? Ich hab das Spiel gegen euch. Ja? Ja, wirklich mit euch. Echt? Bist du? Mein Profi. Echt? Ja. Ich spiele überall. Mal gucken, weiß ich nicht. Aber ich hatte jetzt die andere machen. Viel Spaß. Das war dein Kontakt mit Eli bisher? Nee, ich habe ihn gerade gesagt. Aber die pinken Haare von Eli noch beschissener als die roten von Papa Platte. Ich fand sie eigentlich ziemlich hart. Überhaupt nicht. Wie viele Spieler habt ihr? Welche Spieler? Ja. Das oh, dann habt ihr, ja, dann habt ihr einen Malle-Kalle. Meinst du, man auch acht? Nee. Ich bin der Abstand der schlechteste beim Team. Ich auch. Ich bin einfach der Malle-Kalle. Seid ihr beide? Max hat's noch nicht gesehen, kriegen wir für seinen Vlog einen Sneak Peek. Guck dir das mal an, Max. Ja. Das war nur ein kleiner, war nur ein kleiner. Wachsen lassen. Ey, wie krass. Witzig ist ja 1-1 wie bei Hartzack. Chef Strobel auf der Bank. Ja, ich komme von Max rein. Ich habe ein bisschen Bauchschmerzen. Weißt du, wie das ist? Erstes Tor, Team Trimax. Und mit der klassischen SSV Hartzack Sturmspitze Chef Strobel und Max. Ein
Scheiße, wir haben falsch gewechselt, hatten vier Offensivkräfte, keiner kommt zurück. Ey, das ist jedes Spiel das Gleiche, keiner will mit nach hinten. So, wie wichtig ist das Spiel jetzt? Wie wichtig ist das Spiel? Wenn wir ein Spiel verlieren, sind wir raus. Wir müssen gegen Eli gewinnen, der alles gewinnt, und wir müssen gegen Sascha gewinnen. Jetzt gegen Sascha. Komm, Max, noch mal beißen! Da heult der Peter. Ja! Richtiger Sieg, zurück bei deinem Abpfiff. Ich musste schon wieder hinten aushelfen. Ja, ja, wieder die, ey, das ist keine Aktion. So, letzte Worte vorm Spiel. Wir werden alles geben. Nein! So, wie war's? Digga, was ist denn Team Eli? Was ist das denn? Wir haben so gut gespielt wie noch nie. Wir haben unser Bestes gegeben. Wir haben komplett gebissen und wurden so auseinandergenommen. Oh, ist das bitter, so auszuschalten. Glaubst du noch an den Sieg? Los auszuschalten. Glaubst du noch an den Sieg? Glaubst du noch an den Sieg? Ich hab Angst. Schuss! Ja, ja, komm! Hilfe! Jetzt nochmal! Komm, einmal noch! 2-1! 2-1! Digga, was ist das denn? Das macht überhaupt keinen Spaß. Nee, das ist überhaupt nicht knapp. Wer? Geh nochmal, Max, komm! Jetzt! Achso, nee, ihr könnt noch weiterkommen, wenn Sascha verliert. Aber zieh dich einfach schon um. Meinst du, ich höre Strobel gerade? Geh dich umziehen. Geh dich umziehen. Ja! 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 Steigt HSV diese Saison auf? Also, HSV steigt eigentlich, ja. Ja, wer soll denn aufsteigen? Erstmal das. Schalke oder Hertha oder was? Nein, HSV muss, eigentlich muss. Guck mal, eigentlich. Da hören wir es auch mal. Ihr habt beide ein Tor, ne? Aber das meinen die Veranstalter tatsächlich auch, dass jeder Malle-Kalle ein Tor schießen soll. Das ist alles gescriptet. War sein schönes Produkt, du hast gute Technik, das gefällt mir. Danke dir. Du hast lange mal gekickt, ja? Ja, schon lange her. So, umgezogen. Ich habe jetzt meine Schuhe. Es geht dann gleich auf die Art. Oh, das Geräusch, machen wir das Geräusch nochmal? Bisschen sandig. Und ich weiß nicht, wohin damit. Ich tue die jetzt hier einfach bei Chef Uwe rein. Ich glaube, der wird sie erkennen. Die Copa Mundial in 48. Richtig runtergerockt. Der weiß nicht, ja, aber Max seine Schuhe hier reingefahren. Nee, ich frage ihn gleich nochmal, ob das klar geht. So, Leute, ich bin jetzt schon umgezogen in der VIP-Loge. Theoretisch könnten wir es noch ins Halbfinale schaffen. Wenn ein paar Leute waren abgefuckt von dir, weil du dich schon umgezogen hast. Weil sie sagen, Team Sascha könnte gewinnen. Ich kenne aber beide Teams. Erste Halbzeit ist um. 4-0 Team Broski. Oh nee, 4-1 sogar. 4-1. 4-1. Hoffnung bleibt bestehen. Okay, was? Da ziehst du dich einfach nochmal um. Oh mein Gott, was macht der? 5-1. Malle Kalle macht eine Stimmung. Das ist der Wahnsinn. Das ist schon die Zugabe. So, Freunde, jetzt haben wir hier die Finale. Die Atmosphäre ist toll. Wer hätte es gedacht? Team Eli. Abschließende Worte. Ich habe vorher gesagt, Max wird das Ding gelegt. Gewinnen. Ich lag daneben. Tut mir leid.